Welcome to the revolution. Welcome to Formula One. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Testsession hier in F1 2016. Ich habe schon einmal getestet, wie sich die Reifenabnutzung im Vergleich zu Mager- und Fett-Benzingemisch auswirkt. Aber heute geht es um was anderes, denn heute geht es um die Transmission. Ein wirklich sehr umstrittenes Segment in der Setup-Abteilung, muss man sagen. Warum sage ich umstritten? Ganz einfach. Es ist einfach nicht genau klar, was man hier für Einstellungen nehmen soll. Ich bin wirklich ehrlich, ich bin auch noch nicht wirklich schlau hier raus geworden. Ich lese einfach mal vor, was da steht. Durch Anpassung des Differentials des Wagens wird Einfluss darauf genommen, wie die Kraft auf die hinteren Reifen übertragen wird. Durch ein ungesperrtes Differential können sich die gefahrenen Reifen schneller drehen, während ein gesperrtes Differential beide gefahrenen Reifen dazu zwingt, sich gleich schnell zu drehen. Okay, das ist ja schön und gut. Dann der zweite Teil. Die Vorteile eines offeneren Setups sind eine geringere Reifenabnutzung und eine graduellere Übertragung des Haftungsverlusts, während ein gesperrtes Setup einen Vorteil bei der absoluten Bodenhaftung gewähren kann. Wenn man sich diesen Text durchliest, dann sollten einem direkt zwei Fragen aufkommen. Und zwar, was ist ein ungesperrtes Differential und was ist ein gesperrtes Differential? Denn wir sehen hier überhaupt nichts. Wir sehen nur Differentialanpassung mit Gaspedal, Differentialanpassung ohne Gaspedal, 50-100%. Man hat keine Ahnung, welche Richtung gesperrt und welche Richtung ungesperrt ist. Ich verstehe dabei nicht, warum die englischen Kollegen, wie wir hier gerade sehen, das Problem nicht haben. Und zwar steht bei denen Unlocked und Locked. Würde das in der deutschen Version auch stehen, dann wären diese Probleme bei weitem nicht so gravierend. Ich bin jetzt nur durch Zufall darauf gekommen, dass es hier offensichtlich eine Anzeige gibt, was gesperrt und was ungesperrt ist. Und zwar gesperrt ist offensichtlich Richtung 100 und ungesperrt Richtung 50. In der deutschen Version kann man das nicht entnehmen und das ist, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich echt scheiße, weil man einfach nicht genau weiß, was ist. Okay, mit diesem Hintergrundwissen können wir festhalten, dass wir mit einem offeneren Setup eine geringere Reifenabnutzung haben müssten. Offeneres Setup würde in diesem Fall bedeuten, jetzt bin ich gerade selbst ein bisschen durcheinander gekommen, Richtung 50, also beides Richtung 50, das ist ein offenes Setup. Also ich verstehe auch nicht, warum die da offen schreiben, warum schreiben die nicht gesperrt und ungesperrt, was für offen? Ist das wieder ein ganz neues Wort, aber ist jetzt auch egal. So, gesperrtes Setup ist Richtung 100, wir haben eben gesehen, locked ist bei 100, unlocked bei 50, also ungesperrt Richtung 50, gesperrt Richtung 100. Wir sollten Richtung 100 einen Vorteil bei der absoluten Bodenhaftung erreichen und genau das teste ich jetzt aus. Ich gehe jetzt auf die Strecke mit insgesamt 10 Runden Benzin. Ich werde jetzt einen Stint abhalten und zwar im Online-Trainingsmodus. Das bedeutet, ich bin in eine Online-Lobby gegangen, habe Training eingestellt. Da kann man ja zum Glück hier in F1 2016 auch selbst quasi für sich trainieren. Man muss nicht zwingend einen Partner dabei haben. Und ich werde jetzt mit insgesamt 10 Runden Sprit hier auf die Strecke gehen und zwar auf Fett fahren. Die ganze Zeit auf Fett. Und dann werde ich hoffentlich am Ende sagen können, inwieweit sich das auf die Reifenabnutzung und das Gripverhältnis ausgewirkt hat. Wir können dann am Ende die Rundenzeiten vergleichen und dann sehen wir, inwieweit das Auswirkungen gehabt hat auf diese Sache, die Codemasters uns da schreibt. Und ich denke, dann können wir auch ein bisschen Klarheit in dieses wirklich sehr undeutlich beschriebene Thema Transmission bringen. Ich bin jetzt auf die Strecke gegangen mit einer Transmission von 100 zu 80. Also, oben 100, unten 80, das müsste in der Theorie bedeuten, ich wiederhole nochmal das, was ich eben gesagt habe, ich müsste jetzt eine deutlich höhere Bodenhaftung haben. Das schreibt Codemasters in der Beschreibung und genau das probiere ich jetzt aus. Ich werde jetzt wirklich, bis mein Benzin alle ist, also wir sehen, wir werden garantiert nicht 10 Runden auf der Strecke bleiben können, weil wir auf Fett sind. Wir sehen, die Benzinanzeige, die geht wirklich richtig krass nach unten. Aber ich werde jetzt bis zum letzten Tropfen hier Runden in den Asphalt brennen und wirklich so schnell wie möglich fahren, um dann am Ende wirklich ein sehr aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen und euch dann ein bisschen Klarheit in diese Sache zu bringen. Ich hoffe, das wird was. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Denn ich glaube, so einen Test haben noch nicht so viele Leute gemacht. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gemacht, in F1 2015 nicht. Da wurde ja diese Transmission eingeführt, hier in F1 2016 auch noch nicht. Wie gesagt, bevor ich diesen Test hier angefangen habe,
war es ja wirklich so eine allgemeingültige Aussage, dass so um die 70 bis 80 so in dem Bereich so das ideale Fenster ist, wo man die Transmission haben sollte. Ich habe das dann einfach so blind gemacht. Ich habe mir nichts da wirklich dabei gedacht. Wenn ich mal irgendwie meine Transmission von 70 auf 75 oder ja eigentlich von 70 auf 75 gestellt habe, dann habe ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gespürt. Jetzt werde ich wirklich die Extreme ausprobieren, denn wir sind ja jetzt hier gerade auf 180 und gleich in meinem zweiten Versuch, da wo ich exakt mit dem gleichen Setup, exakt mit der gleichen Benzinladung hier auch nochmal exakt die gleichen Runden fahren werde, werde ich das gleiche probieren und zwar mit 50-70. Denn, wie komme ich auf 50-70? Ich fahre ja jetzt mit 180 und 50-70, also 100 ist das Gegenteil von 100 ist ja dann quasi die 50 und 70, weil ich zwischen dem Minimum, was auch auf dem unteren Wert 50 wäre, und der eigentlichen Zahl, die ich verwende, 20 Differenz habe. Das hört sich jetzt ein bisschen behindert an, ich weiß, aber wir haben ja jetzt gerade 80 von 100 auf der unteren Skala und gleich nehme ich quasi 70 von 50. Also, dass wir dann immer diese 20 Prozentpunkte Unterschied haben, damit das dann ungefähr vergleichbar ist. Ich weiß nicht, ob diese Logik Sinn macht, aber ich denke, im Großen und Ganzen passt das schon. Ich meine, der untere Wert, der soll ja eigentlich auch immer so relativ konstant bleiben. Ich habe so gesehen im Zeitfahren, die meisten Leute, die mit den Werten spielen, ändern meistens den oberen Wert maximal. Also gehen dann entweder auf 90 oder auf 100 oder was weiß ich. Der untere Wert bleibt immer so zwischen 60 und 70. Und wie gesagt, im zweiten Lauf werde ich hier mit 50, 70 fahren, sodass wir dann quasi ein sehr vergleichbares Ergebnis haben zu diesem Ergebnis, was ich hier jetzt gerade noch dabei bin zu produzieren. So, wir nähern uns langsam dem Ende des ersten Stint hier mit Transmission 180. Wir sehen, die Reifennutzung ist relativ konstant vorne, genauso wie hinten, also eigentlich fast gleich. Ich weiß nicht, ob das auf diese Transmission zurückzuführen ist. Jedenfalls sehen wir knapp bei 30% vorne und 22% hinten. Und wir sind jetzt gerade, was wirklich auch interessant ist, die schnellste Runde in Runde 5 gefahren. Also mit schon richtig abgenutzten Reifen fahren wir jetzt hier eine 1.12.3. Und ja, ich denke, wir können jetzt noch eine Runde fahren. Wir sehen, ja okay, vielleicht auch schon Ende dieser Runde müssen wir rein. Wir haben jetzt noch 1,5 Runden Sprit und ja, der Sprit, der nimmt wirklich rapide ab hier von Meter zu Meter. Wir sehen jetzt nur noch 1,35, jetzt gleich 1,32. Also ich denke mal, so am Ende der Runde werden wir reinkommen. Und dann war es das hier mit dieser ersten Session, beziehungsweise diesem ersten Stint hier mit 180. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, damit wir ganz genau wissen, mit was wir es hier zu tun haben. Und jetzt geht es dann an die Box. Wir haben vorne links 33, vorne rechts 32, hinten jeweils 26. Also merken wir uns das für den Vergleich mit dem anderen Setup, wo laut Codemasters Beschreibung die Reifennutzung geringer sein müsste. Wir erinnern uns, geringer. Wir haben jetzt hier gerade ein Setup gehabt, was angeblich mehr Bodenhaftung liefern sollte. Und jetzt gleich mit dem Setup sollten wir eine geringere Reifennutzung haben. Ich bin gespannt, wie sich das Ergebnis auswirken wird. So, wir sehen jetzt hier, wir sind mit den gelben Reifen gefahren, den Softreifen. Wir benutzen jetzt das neue Set Softreifen, 0% Abnutzung, und wir sehen jetzt hier Differentialanpassung mit Gaspedal hatten wir auf 100 und auf 80. Und hier seht ihr nochmal das komplette Setup. Wir sind mit 10 Runden Sprit gefahren und jetzt werde ich das Ganze hier auf 50-70 stellen, wie ich das eben schon angekündigt habe. Wiederhole noch einmal, wir sollten jetzt mit einem offeneren Setup, wir sind jetzt gerade ein gesperrtes Setup gefahren, jetzt werden wir wechseln zu einem offeneren Setup, sollten wir eine geringere Reifennutzung haben und eine graduellere Übertragung des Haftungsverlustes. Also was, ja keine Ahnung, ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen, was das heißen soll. Also was ich mir jetzt so darunter vorstelle ist, dass wenn ich das Auto verliere, dass ich es leichter abfangen kann. So, das würde ich jetzt daraus entnehmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also für mich ist das irgendwie das, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir jetzt definitiv eine geringere Reifennutzung haben. Und wie sich das Auto auf der Strecke verhält, das werde ich jetzt auch direkt mittesten und euch dann natürlich auch berichten. So, wir fahren aus der Boxengasse raus. Wir machen jetzt exakt das gleiche Programm durch, was wir eben schon mal gemacht haben mit einem 180 Setup. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich 6 Runden, ja, wir haben exakt die gleiche Spritmenge, also werden wir jetzt 6 Runden lang auch fett hier durchheizen und versuchen so schnell wie möglich eine Runde hier in den Asphalt zu brennen und quasi den direkten Vergleich ausfindig zu machen zwischen 180 Transmission und 50 und 70 Transmission. Wir sind jetzt gerade auf 50, 70 Transmission.
Ja, und in der Theorie sollten wir jetzt eine geringere absolute Bodenhaftung haben, laut dieser Definition von Grobmasters. Weil wir haben ja eben gesehen, bei einem gesperrten Setup, also bei Richtung 100, sollten wir eine höhere absolute Bodenhaftung haben. Ja, das stand da. So, und die Frage ist natürlich, ob das jetzt wirklich so ist und ob die Reifenabnutzung sich dann am Ende auch verändert. Und wir sehen hier in der zweiten Runde nach unserer zweiten Boxenausfahrt, unterbieten wir schon unsere schnellste Rundenzeit von dem gesperrten Setup. Diese Zeiten sind allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, denn man darf nicht vergessen, dass ich natürlich am Anfang mit dem gesperrten Setup gefahren bin und mich natürlich mit diesem Setup und so erstmal auf der Strecke einfahren musste. Ich bin jetzt Brasilien auch noch nicht so oft gefahren und ich bin ja auch die schnellste Runde in der fünften Runde gefahren von insgesamt 6 Runden. Also würde ich behaupten, dass ich mit dem gesperrten Setup auch noch einen Ticken schneller fahren könnte. Ich meine, der Geschwindigkeitsunterschied war jetzt so bei 1,5 Zehntel. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Also nicht, dass ihr jetzt schon sagen würdet, okay, ein ungesperrtes Setup ist definitiv schneller. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe natürlich versucht, so schnell wie möglich hier in 2 Stints relativ gleiche Rundenzeiten zu fahren. Da man ja logischerweise am Anfang des Stints die schnellsten Rundenzeiten erwarten sollte und das in meinem ersten Stint nicht der Fall war, sondern erst gegen Ende des Stints, als die Reifen schon abgenutzt war, würde ich behaupten, dass ich mich da noch ein bisschen in der Einfindungsphase gefunden habe und demzufolge nach jetzt im zweiten Stint auch ein bisschen schneller kann. Deswegen jetzt auch hier der Zeitunterschied. Aber jetzt hier in der zweiten Runde nach dem, am Anfang des zweiten Stints auch direkt nochmal eine schnellste Runde rausgehauen, eine 1:12:0. Das ist jetzt schon 3 Zehntel schneller als mit dem gesperrten Setup. Das ist jetzt, das ist schon was, aber es haut mich auch nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Wir sind am Ende des zweiten Stints angekommen. Wir sehen, mit dem reifenschonenderen Setup, was ich jetzt drauf habe, sind wir auf den Vorderreifen ein bisschen mehr abgenutzt, auf den Hinterreifen ein bisschen weniger abgenutzt. Also auch wieder eine sehr schwammige Aussage, die man da treffen müsste. Man kann jetzt nicht genau sagen, okay, das Setup frisst mehr Reifen, das Setup spart mehr Reifen. Die Reifennutzung ist eigentlich letztendlich gleich. Ich meine, dieser eine Prozentpunkt, der kann auch mal daraus resultieren, dass man hier und da mal einen stehenden Reifen mehr hatte oder so. Wir haben jetzt gesehen, auf den Hinterreifen waren wir weniger abgenutzt, vorne ein bisschen mehr abgenutzt. Also ich meine, was will ich jetzt daraus entnehmen? Eigentlich gar nichts. Wir schauen mal jetzt in die Boxenstatistik bzw. die Reifennutzung in der Boxengasse. Vielleicht werden wir daraus ein bisschen schlauer, aber ich denke, im Groben und Ganzen wird die Reifennutzung da auch recht gleich sein. Wir erinnern uns noch einmal, wir sind jetzt gerade mit einem Setup gefahren, was die Reifen deutlich länger am Leben halten sollte, was allerdings nicht der Fall war. Das müssen wir erstmal festhalten. Wir sind die schnellste Runde gefahren mit dem zweiten Setup, eine 1:12:0. Das habe ich aber auch ein bisschen darauf geschoben, dass ich halt mich erstmal einschießen musste und dann jetzt hier im zweiten Stint logischerweise ein bisschen schneller konnte. Wir sehen Reifennutzung aktuell 31%, mit dem Reifensatz vorher 30%. Also 0,012 Sekunden. Das ist der Zeitunterschied, den wir da jetzt hätten, wenn wir jetzt den Reifen nehmen würden. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich gar nichts. Was kann ich daraus entnehmen? Ich kann daraus entnehmen, dass die Reifenabnutzung mit der Transmission überhaupt nicht zusammenhängt. Also, weil ich habe es ja jetzt selbst ausprobiert. Ich bin 6 Runden Vollgas gefahren. Man sollte meinen, in 6 Runden tut sich was. Aber es hat sich nichts getan. Die Reifenabnutzung ist faktisch exakt gleich. Ich bin mit dem einen Setup 3 Zehntel schneller gefahren. Gut, das kann natürlich sein, dass die 3 Zehntel jetzt auf dieses ungesperrte Setup hier zurückzuführen sind. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube es allerdings nicht, denn wie gesagt, am Anfang bin ich mit dem gesperrten Setup gefahren. Ich musste mich noch ein bisschen einschießen auf die Strecke. Es war jetzt einfach ein random gewähltes Setup von mir. Ich habe einfach irgendwas eingestellt und wollte jetzt wirklich nur die Transmission quasi vergleichen. Und am Ende war es dann 3 Zehntel Zeitunterschied. Ich glaube, wenn ich jetzt im zweiten Stint mit dem gesperrten Setup gefahren wäre, wäre ich da schneller gewesen. Also im Groben und Ganzen tut sich wirklich nicht viel mit dem Zeitunterschied, muss ich wirklich sagen. Es tut sich wirklich nicht viel. Wir werfen einen kurzen Blick auf meine gefahrenen Runden. Wir sehen, der erste Stint ging von Runde 1 bis Runde 5, da wo ich eine Transmission von 180 gefahren bin. Der zweite Stint ging dann von Runde 6 bis Runde 10, da bin ich die Transmission 50-70 gefahren. Wir sehen, insgesamt bin ich im zweiten Stint ein bisschen schneller gewesen, habe alle schnellsten Sektorenzeiten im zweiten Stint gefahren.
Was natürlich auch auffällig ist, ist, dass ich im ersten Stint in der zweiten Runde die einzige 13er-Zeit gefahren bin. Ich habe ja eben schon gesagt, da habe ich einen kleinen Bock drin gehabt. Dann die dritte Runde war auch nicht so das Wahre, die vierte Runde auch recht langsam. Also, das kann auf das Setup zurückzuführen sein. Ich bin aber der Meinung, dass ich, wenn ich am Anfang das ungesperrte Setup genommen hätte, also das, was ich jetzt hier im zweiten Stint genommen hätte, dass ich dann da vielleicht auch schneller gewesen wäre. Wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt hier an diesen Zahlen orientieren. Und zwar sehen wir, dass wir im zweiten Stint im Groben und Ganzen schneller waren. Ich habe ja gerade schon gesagt, das könnte an der Reihenfolge der ausprobierten Setups liegen. Wir werden es nicht herausfinden. Ich bin der Meinung, es liegt daran. Im Groben und Ganzen lässt sich festhalten, dass sich nicht wirklich viel zeitlich tut. Ich meine, der Zeitunterschied war 3/10. Das ist schon was, aber wie gesagt, einschießen und in Training sein, das macht schon eine Menge aus. Abschließend lässt sich festhalten, dass ich sagen würde, dass ich mit dem zweiten Setup insgesamt ein bisschen besser klarkam, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich hatte in den Kurven ein bisschen mehr Grip, obwohl das eigentlich nicht stimmen kann laut Copemasters, weil man ja mit dem ersten Setup mehr Grip haben müsste. Tja, keine Ahnung, es ist wirklich verrückt. Copemasters Beschreibungen sind wirklich, ja, nach wie vor ein bisschen lückenhaft, vor allem was die Transmission angeht. Wir werden es nicht ändern können. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ja irgendwie ein bisschen Erleuchtung gebracht in diese dunkle Höhle der Transmission. Falls dem so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ich verabschiede mich von euch und sage ciao.